Die Ampel ist grün, sagt Hansi zu Paul. Aber wie meint Hansi das wohl? Diese einfache Aussage kann unterschiedlich verstanden werden. Das lässt sich anhand eines Modells der Kommunikation erklären. Das Eisbergmodell. Anders als man denken würde, hat die reine Information nur eine geringe Bedeutung. Viel wichtiger ist, wie es gesagt wird. Das heißt, Kommunikation läuft auf zwei Ebenen ab. Zum einen der Sachebene. Auf dieser werden Zahlen, Daten und Fakten vermittelt. Zum anderen auf der Beziehungsebene. Hier geht es darum, wie etwas kommuniziert wird. Mit Körpersprache, Mimik und Gestik werden Gefühle, Erfahrung und Ähnliches transportiert. Wie sagt man doch so schön? Der Ton macht die Musik. Wenn Hansi also zu Paul sagt, die Ampel ist grün, kann das unterschiedlich verstanden werden. Das kommt daher, dass so viel mehr gesagt wird als nur die Ampel ist grün.